Dieses Stadion kennt man in Fußball-Deutschland, die Allianz Arena. Mit ihrer charakteristischen Außenhaut steht die Heimstätte des FC Bayern seit 2005 in München. Die Luftpolsteroptik aber kommt aus dem fußballerischen Feindesland, aus Bremen. Die Firma Vector Foltech stellt für Stadien und andere Gebäude auf der ganzen Welt die Folien-Außenfassade her. Vor 30 Jahren haben wir nie daran gedacht, aber jetzt will jeder Foliendecker haben. Jedes Stadion ist in Folie gebaut, Allianz Arena fing damit an und dann, es hört nicht auf. Die Fassaden und Dächer bestehen aus einer sogenannten ETFE-Folie. Durch ihre Flexibilität lassen sich verschiedenste Formen damit bilden. Ganz aktuell stehen die Olympiahallen und Stadien der Winterspiele im russischen Sotschi im sportlichen und medialen Mittelpunkt. Auch mit Bremer Handwerk errichtet. Ich freue mich, mit den Leuten hier zu arbeiten und ein Teil davon zu sein, die Stadion Arbeit mitzumachen. Das heißt, für mich, das Olympische Spiel hat uns sehr gut gefallen. In Deutschland und der ganzen Welt findet man mittlerweile Arbeiten der Bremer Firma. Ob hier, im Leipziger Gondwanaland, am neuseeländischen Eden Park Stadium oder über dieser Passage in Kuwait. Wir sind eigentlich auf alle Projekte, die wir gebaut haben, stolz. Aber besonders stolz bin ich auf das Beijing Swimming Center. Ich habe da selbst dran mitgewirkt. Ich war vor Ort. Und das war schon eine spannende Geschichte, auch mit den Chinesen zusammenzuarbeiten. Produziert werden die Fassaden und Dächer aus rund 1,5 Meter breiten Folienbahnen, die computergesteuert zugeschnitten werden. Jedes Einzelteil wird markiert und in Form gebracht. Anschließend müssen die Folienstücke miteinander verschweißt werden. Aus den verschweißten Bahnen werden dann einzelne Luftkissen, die vor Ort auf der jeweiligen Baustelle zusammengesetzt und ins Bauwerk eingearbeitet werden. Immer wieder stoßen die Stadionbauer aber auch an Grenzen. Die Architekten lassen sich so viele Sachen einfallen und wir müssen es dann bauen. Egal wie, wir müssen es bauen, der Architekt will es so haben. Ob grün, ob rot, ob bunt, ob gesprenkelt, ob rund, ob eckig, wir bauen es. Hier steht das Entertainment Center im kasachischen Astana. Das aktuelle Projekt von Vector Foltech wird zurzeit stückchenweise an seinen Bestimmungsort geschickt. Es ist wieder ein Olympiastadion, das der Sommerspiele 2020 in Baku, Aserbaidschan.